herzlich willkommen. Wunderschönen guten Nachmittag hier im Praxisforum auf der Zukunft Personal. Ich freue mich sehr, mit Ihnen die nächste halbe Stunde bestreiten zu dürfen und ein Leidenschaftsthema mit Ihnen zu besprechen. Mein Name ist Rainer Krumm. Ich bin der Geschäftsführer und Gründer des Nine Levels Institute for Value Systems. Wir beschäftigen uns sehr stark mit den Werten und mit Kulturen. Und eines meiner Leidenschaftsthemen im Moment ist das Thema New Work, Agilität, Scrum und so weiter. Und es regt mich wahnsinnig auf, wie oft das falsch gemacht wird, in wie vielen Situationen es gemeint wird, es müsste passen, aber es passt halt nicht. Ja? Hier auf dem Titelchart, wir haben da so eine Silikon-Kugelhupfform genommen. Ja? Wenn Sie eine Schwarzwälder Kirschtorte machen wollen, das wird mit dem Ding nicht funktionieren. Und was ich mit Ihnen gerne diskutieren möchte die nächste halbe Stunde, ist wirklich, warum funktioniert das oft nicht? Was versteht man denn unter den verschiedenen Begriffen? Führung 4.0, Diversität und so weiter, diese ganzen Aspekte, die wir ja alle kennen, die ganzen Schlagwörter. Ja? Es gibt im Moment, wenn Sie hier in den Messehallen durchlaufen, kaum einen Stand, wo nicht eines dieser Schlagwörter irgendwo plakativ dran steht. Die Nicole Bußmann, Chefredakteurin der Managerseminare, hat so schön von einer Pressekonferenz berichtet, auf der dann plötzlich auf Schemeln gehockt wird, also auf Hockern. Das ist aber noch lang nicht New Work. Ja? Oder wenn Sie in manchen Hallen hier, da muss man dann den Hoodie anhaben und dann ist man cool. Das ist nicht New Work. Ja? Und es gibt genügend Firmen, es gibt genügend Branchen, wo das vielleicht auch keinen Sinn macht. Und es gibt viele Unternehmen, die sagen, demokratische Führung ist ja schön, aber wir haben viele Mitarbeiter, die wollen das gar nicht. Also deswegen diese Blaupausenkonzepte aus meiner Sicht sind einfach zum Scheitern verurteilt. Wir müssen da deutlich tiefer gehen. Und ich möchte mit Ihnen einfach ein paar Thesen mal auch diskutieren. Und für mich immer so ein schöner Spruch ist, wenn es nicht passt, gibt es Ärger. Ich war in einer Moderation von einem Workshop in einer Produktionsabteilung. Und es ging darum, ja, unsere Ziele sind nicht klar. Und wir hatten einen hochkooperativen, sehr einfühlsamen, konsensorientierten Produktionsleiter. Und der sagte, ich lade euch ein, unsere Ziele gemeinsam zu definieren. Weil es streckt quasi die Hand aus und symbolisch fast hat einer reingespuckt und sagt so, Chef, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist Ihr Job. Da hat der Mitarbeiter einfach keine Lust drauf. Ja? Also ich bin großer Freund von wertschätzender Führung. Aber es gibt viele Mitarbeiter, die gehen morgens in die Arbeit, da wird gesagt, was sie so tun sollen, dann machen die das, dann gehen sie abends heim und sind glücklich. Alles gut. Also es kommt auf die Passung drauf an. Und ich arbeite gern mit so einem Vierer-Schemata, das heißt, welchen Mitarbeiter haben wir denn? Also welche Person passt auch in welche Organisation? Welche Abteilung, also Gruppe, passt in die Organisation hinein? Und natürlich aber vor allem, in welchem Markt sind wir unterwegs? Ich habe einen Kunden, die bauen Autobahnbrücken. Und wenn die Entscheidungen treffen, dann sollte diese Brücke hoffentlich ein paar hundert Jahre stehen. Wenn Apple ein neues iOS-Software-Update rausgibt, dann sind da meistens Fehler drin. Dann sagen sie, ups, Entschuldigung, nächste Woche gibt es ein Update. Das machen sie mal mit frisch gegossenem Beton. Das funktioniert nicht. Also was passt denn? Welchen Markt befinden wir uns? Muss ich einen Markt erobern? Dann brauche ich andere, vielleicht Vertriebsmitarbeiter, als wenn es ein gesättigter Markt ist, wo es um Kundenzufriedenheit geht. Und auf genau diese Punkte müssen wir immer wieder achten. Und vielleicht kennen Sie die zwei Bücher von Colin und Paris. Die haben Langzeitstudien gemacht. Das eine ist Good to Great und das andere Buch heißt Built to Last. Also wie werden Firmen groß, aber dann natürlich auch, wie schaffen es die langfristig erfolgreich zu bleiben? Und es gab vom Grund her zwei Kernthesen, die da hängen geblieben sind. Das eine ist, Sie haben einen festen Kern von Werten, Sie sind aber offen für Wandel und Fortschritt. Und Sie kennen vielleicht auch den Buchtitel Change is doof. Natürlich ist Change nicht doof, aber viele Mitarbeiter finden den doof, weil sie nicht mitgenommen werden. Also wie müssen wir vielleicht auch solche neuen Konzepte anders aufbereiten, dass es funktioniert? Und Kulturen, wenn wir von Unternehmenskultur sprechen, sprechen wir immer von Führungskultur, von Teamkultur, von Organisationskultur und das basiert auf Werten. Das heißt aber, was hat sich denn bewährt oder was ist uns wichtig? Und das ist nicht langsam, das entsteht langsam, das ist nicht schnell veränderbar. Das reicht nicht, wenn wir neue Slogans an die Wand hängen, gold gerahmt und kein Schwein kümmert sich drum. Sondern es kann halt sein, dass das ewig in der Historie drin steckt. Sie kennen es von Fusionen, von Merger Acquisitions, wie dann manchmal noch Unternehmensnamen oder Relikte, so heilige Kühe, mitgenommen werden. Und das müssen wir einfach auch transportieren.
Und wenn wir von Führung 4.0 sprechen, ersetzen Sie Führung 4.0 mit Agilität, Scrum und so weiter. Wenn wir von Industrie 4.0 sprechen, muss dieses Konzept aber auch die Initiatoren haben. Das heißt, welche Prinzipien stecken denn hinter diesem 4.0? Und es gibt vom Grund her diese vier Kernthesen. Das eine ist das Thema Vernetzung. Und jetzt denken Sie vielleicht mal an ein paar Kunden von Ihnen oder vielleicht Firmen, wo Sie selber drin arbeiten, große konservative Konzerne. Das Thema Vernetzung heißt aber auch Datenfreiheit. Welchen Zugriff haben Sie auf Daten? Wer hat Zugriff auf welche Entscheidungswege? Ja, dann natürlich das Thema Informationstransparenz. Wer kennt denn zum Beispiel in den Unternehmen die Strategie? Weiß das nur der Chef oder die Chefin? Wissen das mehrere? Darf man darüber reden? SAP-Freigabesysteme, aus meiner Sicht die größten Behinderer in vielen Unternehmen. Ich soll vielleicht schnell arbeiten, ich soll Entscheidungen treffen, ich bin der Entrepreneur im Unternehmen und ich darf aber keinen Kugelschreiber von Euro bestellen. Ja, oder schnelle Prozesse, ja, dann brauche ich aber 17 SAP-Freigaben. Das funktioniert nicht. Ja. Und das heißt, diese Aspekte müssen wir entsprechend wahrnehmen und natürlich auch technische Assistenzen. Und es ist nicht nur, dass wir alle mit Smartphones unterwegs sind und plötzlich der Chef auch twittert, das hat ganz andere Dimensionen. Und natürlich noch das Thema dezentrale Entscheidung. Das heißt wiederum für die Führungskräfte Machtverlust. Und ich sage immer gerne so kokettieren, wenn Sie das wollen. Das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, die treffen echte Entscheidungen. Und das wird Ihnen nicht gefallen. Wie gehe ich um mit Fehlerkultur? Für mich auch in diesem New Work Hype ein Riesenmissverständnis. Fehlerkultur heißt nicht schlampig arbeiten. Ja? Das heißt auch nicht Mistake Culture, sondern es kommt von Failure Culture. Das heißt Scheiterkultur. Und es gibt ja auch so Unternehmen, die dann so, kennen Sie diesen Schuhhersteller, der neue Schweizer, wie heißt der, Laufschuh, OP, glaube ich. Die haben fail fast, fail cheap. Ja, das sind so Unternehmensbegriffe, das heißt, probier's aus, scheiter, wenn du scheiterst, möglichst schnell, dann ist es nicht so billig, nicht so teuer, und dann try again. Ja, das heißt, diese Fehlerkultur heißt, ich darf was ausprobieren, heißt aber nicht schlampig zu arbeiten. Und Agile heißt auch nicht, ich bin nicht vorbereitet. Ja? Was ja auch gern falsch verstanden wird. Ja? Schauen wir uns mal an, wenn wir von Unternehmensgestaltung sprechen und wenn wir eben solche neuen Konzepte machen wollen als Blaupause, sollten wir uns diese 7 S anschauen. S deswegen, weil die englischen Begriffe alle mit S anfangen. Das heißt, was haben wir da für Themen? Fangen wir mal oben im Uhrzeigersinn an. Thema Führung und Kultur. Wird denn überhaupt geführt? Wie wird geführt? Gibt es Führungskräfte oder Vorgesetzte? Oder gibt es einen Chef? Und ich kenne so viele Firmen, wo nicht geführt wird. Also ein schöner Buchtitel wäre mal so, der stille Schrei nach Führung. Ja, oder das sanktionsfreie Unternehmen, das wäre auch so ein schöner Buchtitel. Ja. Da, wie viele Firmen gibt es, wo die Mitarbeiter die Unternehmen nach Strich und Faden verarschen? Und wo man sich denkt, ja, warum passiert dem nichts? Ja, ne, also ist bei uns jetzt nicht so Kultur. So, aha, dann macht er, was er will. Ja, sind Sie sauer? Ja. Haben Sie schon mal mit ihm gesprochen? Nö. Viel Spaß. Ja? Oder passiert mir auch nichts, wenn ich gut bin? Also lohnt sich das überhaupt? Ja? Dann natürlich Mitarbeiter. Welche Mitarbeiter stelle ich ein? Was für eine Zielgruppe rekrutiere ich? Wenn ich in der Transformationsphase bin, sind es noch die richtigen Mitarbeiter? Und da werden wir gleich auf das Thema Werte eingehen. Welche Fähigkeiten brauchen die? Welche Kompetenzen? Thema Digitalisierung kommt hier natürlich nochmal eine ganz andere Liga mit dazu. Unten das Thema Prozesse, Tools, Bezahlmodelle. Wie sind die denn ausgestattet? Es kann sein, ich will mit Ihnen zusammenarbeiten, aber das Bezahlmodell belohnt mich, wenn ich nicht mit Ihnen zusammenarbeite. Wenn ich Sie in der Rangliste runterdrücke, dann bin ich doch nicht blöd und informiere Sie. Ja, also auch solche Themen, SAP-Strukturen, Hierarchien, Strukturen, großes Thema, Durchlässigkeit, flache Hierarchien. Ja, brauchen wir das? Macht es Sinn? Ist es für unseren Unternehmensbereich auch wichtig? Und für mich ein ganz zentrales Thema, wenn wir Transformationen machen, das Thema Strategie. Gibt es die überhaupt? Wer kennt die? Und welchen Inhalt hat die? Und wie oft müssen wir die womöglich erneuern? Ja? Und diese Themen müssen wir uns eben immer wieder anschauen, weil ansonsten passt es nicht. Eben dieses Thema, die vier Dinge, die müssen zueinander passen.
Und jetzt möchte ich Sie gerne abholen, um mal zu gucken, in welchen Bereichen funktionieren denn auch welche Organisationskonzepte. Und dazu arbeiten wir eben mit diesem Modell, das basiert auf der Theorie von Claire W. Graves oder international auch bekannt als Spiral Dynamics, mit dem man Wertesysteme von Organisationen, von Personen und Gruppen messen kann. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Bereiche. Es gibt den Ich-Bezug und den Wir-Bezug. Der Ich-Bezug ist quasi auf dieser Seite. Hier geht es sehr stark, ich stehe im Mittelpunkt, ich bin wichtig. Im Englischen sagt man auch Sacrifice now, reward now. Das heißt, ich bringe mich jetzt ein, will ich aber auch gleich meine Belohnung haben. Auf der Seite geht es um Sacrifice now, reward later. Das heißt, ich bringe mich jetzt ein, aber es rechnet sich irgendwann einmal. Ganz wichtig, es gibt keinen Aufzug in diesem Modell. Ja, das geht quasi von der einen Seite zur anderen Seite. Und es geht unten los, gehen wir mal durch die Ebenen durch. Bei Beige, das ist erstmal der Neugeborene, das ist der Neandertaler, das spielt in der Businesswelt nicht wirklich eine Rolle. Hier gibt es noch keine Kooperation, hier geht es einfach darum, wie schaffe ich es auf morgen. Wenn das aber gesichert ist, kommen wir in einen purpurnen Bereich. Sie kennen es von der Kinderentwicklung, das ist die Phase, wenn Mama und Papa Recht haben. Der Papa kann auch alles, ja? Der Teddybär braucht jetzt auch eine Zudecke, weil dem ist kalt, Osterhase und so weiter gibt es auch noch. In Unternehmen ist das Thema Patriotismus, Lokalkolorit, Manufakturen, die ganzen, im Moment im Essensbereich erleben wir das ganz stark, die Regionalität von Foodprodukten. Ja? Also sowas ist eine purpurne Geschichte. Ganz viele Organisationen, die Eigentümer geführt sind, haben unheimlich viel Purpur drin. Wie sind die organisiert? Relativ wenig Arbeitsteilung, da läuft aber alles überein. Das kann die Chefin oder der Chef sein. Und manchmal ist es auch noch, und ich habe sehr viele traditionelle Familienunternehmen, die Person, die, also die Frau vom Chef klassischerweise, die mächtigste Person im ganzen Unternehmen ist. Und wenn wir eine Organisation transferieren möchten, dann brauchen wir die systemrelevanten Personen. Und das kann sein, das ist die Gattin vom Eigentümer, das kann sein, das ist der Hausmeister, das kann sein, das ist die Rezeptionsperson. Ja, also da müssen wir uns das genau anschauen. Wenn Purpur jetzt sich weiterentwickelt, dann entsteht ein gewissen, also in der Kinderentwicklung ist es die Pubertät. Der Papa kann plötzlich nicht mehr alles, der ist auch manchmal furchtbar peinlich. Ja. Das heißt, dann geht es ins Rot rüber. Das sind so die Kämpfer, das sind die Eroberer, die hauen sich einfach, das sind so die Schubser, die scheißen sich nichts, aber im positiven Sinne. Ja. Wenn Sie sagen, Mensch, da drüben haben wir ein neues Land, das möchten wir gerne erobern, bitte bringen Sie unser Produkt da rein, dann brauchen Sie genau solche Typen. Die haben es mit Compliance nicht immer so, ja, aber die ziehen es halt einfach durch. Ja, und das ist auch toll, das ist großartig, wenn es passt. Wenn sie denen mit New Work kommen, schwierig. Ja, wie sind die organisiert? Eher schneeballtechnisch. Sie kennen das vielleicht aus Strukturvertrieben. Da ist es aber auch wichtig zu zeigen, dass man erfolgreich ist. Da ist auch völlig okay, dass der Oberste richtig Asche verdient. Und sie können den auch stürzen, sie müssen nur besser sein. Das ist auch völlig legitim. Ja, also wunderbare Möglichkeit, in solchen Organisationen geht es aber sehr stark um sofortige Incentivierung. Und da sind natürlich solche neuen Konzepte sind da nicht relevant. Agile verstehen die auch ganz anders. Agile heißt bei denen, wir machen es einfach. Hat auch seine Vorteile. Wenn Blau merkt, wir sollten vielleicht doch so ein paar Regeln einführen, so ein paar Regularien würde uns weiterbringen, dann kommen wir in Richtung Blau. Blau hat das große Attribut, die sind erfolgreich, weil sie strukturiert sind. Qualität ist ein typisches blaues Phänomen. Da gibt es Pflicht, Gerechtigkeit, Ordnung, Hierarchien, Titel. Wenn Sie in Wien viel unterwegs sind, wissen Sie auch, da kann man, da hat man keine Nachnamen, sondern da gibt es diese Titel, der Herr Doktor, der Herr Magister. Wunderbar, das funktioniert. Große Organisationen wie zum Beispiel solche Organigramme kennen Sie mit Sicherheit. Was passiert denn, wenn dieser Mitarbeiter mit dem Mitarbeiter da drüben was besprechen will? Welchen Weg muss das gehen? Genau, typische Handbewegung ist einmal oben rüber. Wenn jetzt der Obere aber mit dem Oberen nicht kann, dann heißt, können wir zweimal Mittagessen gehen, aber eher so um zwei, dann sieht uns keiner. Ja, dieser kleine Dienstweg, der hält solche Firmen am Leben. Wenn die merken, wir müssen strukturierter werden, dann gehen wir rüber Richtung Orange. Großer Vorteil aber an Blau, deswegen liebe ich Blau, das funktioniert. Aber im Zweifelsfall etwas Change ist stoffresistent. Ja? Dann kommt Orange. Bei Orange geht es sehr stark um das Thema, wie können wir uns weiterentwickeln, indem wir dynamischer werden. Tempo auf deutschen Autobahnen, Tempo 120. Der Rote sagt, gilt für mich nicht. Ja? Adrenalin, Gaspedal runter. Blau sagt, bei 120, dann fahren wir mal 119.
Und da brauchen Sie nicht von hinten blinken, Sie dürfen hier nicht schneller fahren. Ja? Der Orangene sagt, ja, bei 120, da fahren wir mal 139. Das wird zwar teuer, aber der Führerschein ist safe. Ja, es gibt ja auch Autos, die haben so Head-Up-Displays. Da gibt es dann Warnlampen, wenn der Führerschein in Gefahr ist. Das ist ein typisches orangenes Feature. Ja? Also hier sehr stark das Thema Drive, Dynamik, Erfolg. Also die interpretieren dann auch Regeln. Hier ist auch so dieser typische Entrepreneur in der Organisation. Wie sind die aufgestellt? Klassischerweise wieder flacher. Also weniger Hierarchien. Und Sie kennen vielleicht auch manche Unternehmen, wenn man so eine Hierarchieebene mal rausnimmt und es fast keiner merkt. Ja? Das ist manchmal dramatisch, ja? Wenn man sich denkt, manchmal, wie viel Kohle und wie viel Ineffizienz waren da die letzten Jahre. Ja? Und bei Orange geht eben das Thema Lean Management. Lean Administration ist übrigens auch nur ein weites Feld, das noch nicht bestellt ist. Ja? Also hier ist eben diese Informationshoheit. Der Mitarbeiter soll auch bitte Entscheidungen treffen. Aber der Schritt von Blau nach Orange ist durchaus schwierig, weil das hat ganz viel mit Loslassen zu tun, mit Machtverlust, mit Statusverlust. Und nur wenn ich jetzt plötzlich das Du in einer Firma einführe, sind wir noch lange nicht bei Orange. Aber Sie kennen vielleicht auch die Firmen, ja, wir haben jetzt einen Kicker. Ja? Und dann stehen da womöglich ein paar mutige Mitarbeiter, sind am Kicker. Jetzt kommt der oberste Chef vorbei und sagt, haben Sie nichts zu tun? Dann können Sie den Kicker direkt wegschmeißen. Da traut sich kein Mensch mehr ran. Ja? Also das muss halt einfach passen. Und gerade Führungskräfte, systemprägende Persönlichkeiten. Und wenn so ein Chef einen so einen Spruch bringt, dann können Sie das Ding wegschmeißen. Also deswegen immer wieder gucken, was passt denn überhaupt? Wenn Orange jetzt merkt, es würde uns gut tun, wenn wir ein Stückchen mehr zusammenarbeiten, das heißt, unsere Ziele können wir besser erreichen, dann kommt ein Grün mit hinein. Bei Grün geht es sehr stark um das Thema Harmonie, Toleranz, Einbeziehung, kooperativer Führungsstil ist hier gefragt. Die möchten gern alles diskutieren. Nachteil, die diskutieren aber auch über alles. Und Sie vielleicht kennen Sie auch so sehr kooperative Führungskräfte. Wenn Sie als kooperative Führungskraft zum Beispiel in einer blauen Organisation zu viel einbeziehen, wie würden Sie denn das entscheiden? Was ist denn Ihre Meinung dazu? Dann heißt hinterher, der Chef hat mich heute schon zweimal gefragt, ich glaube, der hat keine Ahnung. Oder dann so aussagen, mein Chef, bitte nicht nochmal einen Gebetskreis, ja? Triff eine Entscheidung und wir setzen es um. Ja? Also das ist dann, wenn quasi die Führung auf dem falschen Level unterwegs ist. Ich kenne viele Mitarbeiter, die sagen, Mensch, diese permanent Meetings, die nerven, ja, die halten mich davon ab. Oder vielleicht kennen Sie das Buch von Lars Vollmer, Business Theater, wunderbares Buch, ja, wo es genau um solche Themen auch geht. Wo es halt vielleicht einfach darum geht, komm, Entscheidung, zack, machen. Wichtig ist, ich fühle mich natürlich in der Organisation wohl, die auch zu meinen Werten passt. Ja? Und deswegen, welches Konzept passt zu mir, in welche Firma passe ich auch? Sie kennen vielleicht auch ein paar sehr patriarchisch geführte Unternehmen. Im Schwäbischen gibt es die Firma Trigema, den Herrn Grupp, den kennen Sie mit Sicherheit. Sehr erfolgreiche Unternehmer, sehr spezielle Person. Da gibt es ein paar, die sagen, hey, der Typ geht gar nicht. Und ein paar sagen, hey, super, der bietet sogar den Mitarbeitern, den Kindern seiner Mitarbeiter eine Jobgarantie. Das gibt es bei anderen Unternehmen halt nicht. Ja. Wie sind die aufgebaut? Da kommt plötzlich das Thema Matrixorganisation. Ich weiß nicht, wie viele Matrixorganisationen Sie kennen, die funktionieren. Also ich kenne jetzt nicht so viel. Ne? Die meisten Matrixorganisationen, die einigermaßen funktionieren, haben so dicke blaue Handbücher. Da wird dann reguliert, Sie müssen mit ihm sprechen, damit er weiß und sie hat Vetorecht. Ja, also es muss dann alles reglementiert sein. Wenn ich eine Matrix will oder eben auch sehr viel diese neuen Konzepte, brauche ich sehr viele Mitarbeiter, die viel Grün in ihren Wertesystemen haben, die eben offen sind, ja, für Kooperation, Einbeziehung. Und jemand mit einer starken grünen Ausprägung, für den ist es völlig normal, den anderen mit einzubeziehen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Und wenn ich Mitarbeiter habe, die sagen, hey, ich will das gar nicht diskutieren, ich will morgens reinkommen, dann kriege ich eine Liste, was ich tun soll und das ist für mich prima. Dann ist das ein falsches Konzept. Also deswegen ist Werteorientierung ist unheimlich wichtig. Dann kommen wir zum nächsten Level, Gelb. Bei Gelb kommt eine Situation mit hinzu, eine sogenannte Multiperspektivität. Das heißt, Gelb versucht, verschiedene Themen zusammenzubringen. Gelb ist allerdings auch schwierig zu führen. Weil den kriegen Sie nicht über die nächste Fuhrparkkategorie, den kriegen Sie nicht über das Entgeltsystem und eine Ansage mag der auch nicht.
Das heißt, da brauchen Sie Führungskräfte, die eher wirklich als Coaches unterwegs sind, die allerdings auch eine unheimlich hohe Fachkompetenz brauchen, damit ich überhaupt akzeptiert bin. Und da ist es die Aufgabe von einer Führung, Raum zu ermöglichen, dass diese Leute arbeiten können. Das sind aber im Zweifelsfall die Falschen, wenn es darum geht, ein Produkt in einen neuen Markt reinzubringen. Das sind oft Sprinter, aber keine Marathonläufer. Wie sind die organisiert? So vom Grund her best of. Die versuchen, so alles Mögliche zusammenzuziehen, sind aber natürlich auch schwer führbar. Weil die halt auch so, das sind manchmal wie so Instant-Teams. Ja, können sie frisch aufgießen, zack, da, aber kann sein, es zerbröselt wieder. Sie kennen vielleicht auch Personen, wenn sie die schon länger nicht mehr gesehen haben, dann gibt es welche, die sagen, ach, ich bin total enttäuscht, dass sie sich nicht gemeldet haben. Und der andere sagt, hey, cool, dass wir uns mal wiedersehen. Ja? Also vom Grund her die gleiche Situation, aber unterschiedliche Herangehensweisen. Das hängt ganz stark mit den Wertesystemen zusammen. Und dann gibt es noch eine andere Ebene, das ist Türkis. Das spielt in der Businesswelt noch nicht wirklich eine große Rolle, ist aber unheimlich stark im Kommen. Da geht es um einen integralen Ansatz, holistischer Ansatz. Alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Und es ist auch das Selbstverständnis einer Firma, ich sage mal in Anführungszeichen, die Welt zu retten. Wirkliche Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit in Orange heißt, das muss sich halt rechnen. Nachhaltigkeit in Blau heißt, es ist erlaubt oder es ist verboten. Und hier ist es wirklich intrinsisch. Das heißt also, die Firma macht auch wirklich viel, dass eben alles, was da zusammenhängt, wirklich funktioniert. Dazu gibt es noch kein Organigramm, weil wir das in der Organisationswelt schlichtweg noch nicht wirklich erleben. Das Dramatische ist aber, in der Bevölkerung ist dieser Level schon deutlich weiter verbreitet, als wir es in den Business-Organisationen erleben. Und genau da kommt aus meiner Sicht im Moment die ganze Spannung her. Und die ganzen neuen Themen eben auch, Lalu mit Reinventing Organization, Holacracy und wie sie alle heißen, diese Konzepte, sind sehr stark in dieser Welt hier oben zu Hause. Die meisten Organisationen, die wir immer wieder erleben in Europa, sind sehr stark in dem Bereich hier unten. Und genau deswegen krankt das so. Und deswegen tun sich auch die Firmen unheimlich schwer, den nächsten Schritt zu schaffen. Und es ist eben nicht damit angetan, dass ich einen Kicker oder so eine Chill-Out-Google-Area mache, sondern ich muss da rangehen. Ich war neulich in einer eigentümergeführten Organisation. Ich habe gefragt, haben Sie einen Flipchart da? Nee, haben wir nicht. Im Nachhinein war mir auch klar, warum. Da wird auch nicht diskutiert. Da sagt der Chef, was Sache ist. Also so Brainstorming, und also da brauchen wir noch gar nicht mit Design Thinking und so weiter anfangen. Ja, das ist einfach, da wird auch nicht diskutiert. Chef sagt, und dann machen es alle so. Und Innovation kommt auch dort vom Chef. Und das müssen wir eben immer wieder anschauen. Und wichtig ist, es kommt noch eine weitere Ebene, die Koralle, die spielt aber noch keine Rolle, die ist erst am Entwickeln. Da wird es also auch wieder eine Macht geben, die versucht, die Probleme der vorhergehenden Ebene zu lösen, spielt aber im Business-Kontext noch überhaupt keine Rolle. Das heißt, wir haben quasi einmal dieses Modell, und für mich eben ein wichtiger Punkt ist, die Folie hatten wir vorher schon, ich muss das Ganze zusammenführen. Ich brauche also, wenn ich zum Beispiel will, ein New Work, das vielleicht grün-gelb ist, dann brauche ich aber auch eine grün-gelbe Strategie. Ich brauche Mitarbeiter, die grün-gelbe Wertesysteme haben. Ich brauche Prozesse und Strukturen, die grün-gelb sind. Ich brauche aber vielleicht trotzdem noch eine Buchhaltung, die dem deutschen Gesetz Ordnung trägt. Und ob die grün-gelb sind, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht haben wir den besten Buchhalter überhaupt auf der ganzen Welt, der dunkelblau ist. Und genau deswegen ist der Gold wert. Und wenn Sie dem mit New Work ums Eck kommen, dann sagt er, das ist jetzt schon komisch. Ja? Also es muss halt passen. Und deswegen ist auch die Frage, und das ist für mich das, was mich immer so aufregt, es ist nicht das Allheilbringen, diese neuen Methoden. Die sind toll, aber sie müssen auch passen. Weil wenn es nicht passt, gibt es Ärger. Ja? Und deswegen müssen wir immer wieder schauen, wie hängt das Ganze zusammen. Ja? Und auch diese ganzen Aspekte, welche Fähigkeiten, welche Kultur, welche Werte, für was stehen wir denn überhaupt? Da machen sich die wenigsten Gedanken dazu. Also deswegen da die ganz, ganz dringende Empfehlung, setzen sich mit dem Thema intensiv auseinander, weil sonst wird es nicht funktionieren. Ja? Und wir haben so viele verschiedene Aspekte, die einfach bei diesen neuen Trends einfach nicht funktionieren. Deswegen tiefer tauchen. Wenn Sie Trainer, Berater sind, schauen Sie sich die Strukturen, die Prozesse an. Ja?
beschäftigen Sie sich mehr mit dem Thema Werte. Ja? Weil wir haben diese ganzen Schlagwörter, ja? Und wenn wir Führung 4.0 sprechen, dann ist es für mich ganz klar das Thema werteorientierte Führung. Ich muss mir meiner Werte bewusst sein, ich muss mir der Werte meiner einzelnen Mitarbeiter sein, ich muss mir aber auch im Klaren sein, wie können wir als Organisation auftreten. Und dazu nutzen wir eben auch Fragebögen, dazu nutzen wir Instrumente, um eben mit diesem Thema zu arbeiten, es messbar zu machen. Wir haben Fragebögen entwickelt, mit denen man eben die Wertesysteme von Personen, von Gruppen und Organisationen messen kann, um damit zu arbeiten. Weil Sie kennen vielleicht auch sehr Zahlen-, Daten-, Faktengetriebene Manager. Die sagen, ja, es ist Werte und Kultur, haben wir gehört, aber kann ich nicht greifen. Ja? Wir haben quasi einen Griff dran gemacht. Ja, jetzt können wir es messen. Ja? Jetzt haben wir dann Zahlen, jetzt haben wir Werte, jetzt haben wir Ergebnisse und dann können wir damit arbeiten. Und das ist aus meiner Sicht der wichtige Punkt, damit wir es greifen können. Ja? Alle wissen irgendwie, es funktioniert nicht so wirklich, aber woran liegt es denn? Es liegt womöglich nicht an der Strategie, vielleicht liegt es an den Werten. Oder der klassische Beraterfehler ist, ich habe ein Konzept bei einem Kunden sensationell erfolgreich implementiert und das gleiche Konzept nehme ich mal zum anderen Kunden mit. Und diesen Fehler machen die großen Consultinghäuser extrem häufig. Und da haben wir wirklich so viele schlaue Menschen, aber den Punkt verstehen sie nicht. Passt es wirklich zu der Branche? Passt es zu der Struktur? Passt es zu der einzelnen Firma? Und im Moment alle schielen nach Google und Apple und Silicon Valley, ist die Frage, ob das passt zu Ihrer Organisation oder müssen wir das verändern? Und aus meiner Sicht ein großes Thema, das Thema Führung, auch Resilienz, wie es auch so schön heißt, bin ich mir meiner Werte bewusst oder latscht mir womöglich mein Chef jeden Tag über die Werte und das treibt mich ins Burnout? Ich bin groß davon überzeugt, dass Burnout kein Thema von Überlastung im Sinne von zu viel Arbeit ist. Das Thema Burnout ist in selbstständigen Kreisen nicht so verbreitet wie bei Angestellten. Fällt was auf? Ja? Also womöglich hängt es mit den Werten zusammen. Wenn ich vielleicht sehr blau bin, unheimlich strukturiert und ich habe einen Chef, der null Struktur hat und das aber auch nicht wertschätzt, dann treibt er mich jeden Tag in Wahnsinn. Und das von 9 bis 5. Eine Stunde Mittagspause. Und dann kommt der um 13:30, da bin ich immer beim Mittagessen und will was, der orange Kerl. Ja? Also, und als Führungskraft, wenn ich das weiß, ich habe da ein blaues Juwel, ja, die hält mir den Laden sauber, die macht es gigantisch, dann muss ich sie entsprechend führen. Und das gilt natürlich für alle Levels. Das heißt, also unbedingt hier dranbleiben, die Themen sich schnappen. Deswegen für mich, werteorientierte Führung, gibt es übrigens ein sensationelles Buch dazu, werteorientiertes Führen, sich einfach mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil Agile, Scrum, wie sie alle heißen, alles tolle Konzepte, wenn es passt. Und es passt leider in vielen, vielen Bereichen null und gar nicht. Und genau deswegen scheitert es. Oder wenn ich Unternehmen dorthin führen will, dann ist es ein Mammutprozess. Dann tut es weh, dann eskaliert es, dann kreischt es, dann tut es weh. Dann ist Change doof, doppelt doof. Es gibt viel zu tun in deutschen Organisationen, aber genau deswegen ist es lustig und spannend. Aber deswegen bitte immer tief tauchen. Schauen Sie sich bitte immer die Werte an, schauen Sie sich die ganze Struktur an, weil dann können wir neue Konzepte, und die sind toll, wenn sie passen, können wir die auch implementieren. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie weitere Informationen haben möchten, lade ich Sie ganz herzlich ein zum Dialog. Wir haben hier drüben auch den Stand. Ich möchte Sie auch einladen, wenn Sie möchten. Ich kann Ihnen eins von den Büchern auch gerne da lassen. Oder wenn Sie die Präsentation haben möchten, setzt voraus. Ich weiß, wie ich sie Ihnen schicken kann. Kommen Sie gerne auf mich zu. Dann sage ich ganz herzlich Dankeschön. Die Fragen klären wir ansonsten direkt im Einzelgespräch. Oder da ist eine Frage? Ja. Der Fisch ging vom Kopf. Ja. Und Treppen werden von oben gekehrt. Bin ich ein großer Freund von dem Spruch, weil es oft so ist. Das heißt, und das ist der Punkt, den ich mit systemprägende Persönlichkeiten meinte. Das heißt, wenn wir solche wirklich Unternehmenstransformationen machen, müssen wir das Top-Management mit reinnehmen. Das kann aber nicht nur das Top-Management sein, sondern wirklich, wer ist die systemprägende Person? Das ist manchmal die Person, die in der Kantine das Essen ausgibt. Wenn die den Prozess toll findet, hat es einen riesen Impact. Oder ist es eben womöglich die Gattin vom Chef oder wer auch immer, also wer ist der Prägende? Betriebsräte, frühzeitig einbinden.
solche Aspekte, Vertreter, Meinungsbildner, das gibt ja manchmal so informelle Führer in solchen Organisationen und genau die brauche ich für so einen Prozess. Und wenn der CEO sagt, ja machen Sie das mal, aber lassen Sie mich raus, würde ich den Auftrag direkt ablehnen. Ja. Dann wird es ein längerer Prozess, aber es kann funktionieren. Die Frage war, was ist, wenn ich jahrelang lauter blaue Menschen eingestellt habe? Dann haben Sie vermutlich eine relativ blaue Organisation, die super organisiert ist, die super strukturiert ist, die haben auch ganz tolle Prozesse, Regeln und so weiter. Wir führen dort immer einen Workshop durch, der nennt sich Prozesse vertikutieren. Alle Gartenbesitzer wissen, was ein Vertikutierer ist. Das heißt, wir gehen quasi einmal mit der Harke durch und reißen den ganzen alten Mist raus. Weil oft sind solche Unternehmen sehr stark verkrustet. Aber ich muss solche Leute, die brauchen vielleicht neue Regeln. Aber eine blaue Regel mit orangenem Inhalt. Also ich gebe Ihnen ein ganz plattes Beispiel. In einer Serviceorganisation gab es eine neue Regel. Das Telefon darf maximal zweimal klingeln. Und wir sprechen den Kunden mindestens einmal mit Namen an. Das ist eine Regel, die aber orangen Inhalt hat. Orangen Inhalt ist Serviceorientierung, Geschwindigkeit. Die Regel wird aber deswegen befolgt, weil sie auch sanktioniert wird, wenn es jemand nicht macht. Das heißt, sie muss solche Regeln dann auch einhalten. Und plötzlich merken die Leute, hey, die Kunden sind total gut drauf. Der hat sich sogar bedankt, spricht mich plötzlich auch mit Namen an. Ja? Also ist ein plattes Beispiel, aber das funktioniert. Bei einem Kunden, die haben sich die Regel gegeben, wir schauen uns alle Prozesse einmal im Jahr mindestens an und 20% der Prozesse definieren wir komplett neu. Das ist eine blaue Regel mit orangenem Inhalt. Ja? Also ich muss immer wieder schauen, ich kann die Leute hier weiterentwickeln. Ich muss aber auch schauen, gibt es Abteilungen, die wir vielleicht hier haben wollen? Also haben Sie vielleicht ein pharmazeutisches Unternehmen, dann hätte ich gerne die Qualitätssicherung in dem blauen Bereich. Ich fühle mich in einem Lufthansa-Flieger wohler als in einem Ryanair-Flieger. Weil ich mir sicher bin, wenn Airbus sagt, der Flieger muss nach so und so vielen Flugstunden in die Wartung, dann habe ich bei Lufthansa ein sicheres Gefühl. Bei den Ryanair-Herren weiß ich das nicht, ob die nach so auch kommen, eine Runde geht noch. Also ich kann natürlich die Menschen entwickeln, ja? Ich muss mir aber dann halt auch angucken, welche Prozesse brauchen die, welche Führungsprozesse. Und ganz häufig, wenn Sie an den Stellschrauben arbeiten, wie Struktur, Prozesse, Bezahlsysteme, verändert sich schon oft unheimlich viel. Also viele Menschen sind gefangen in der Struktur. Setzt voraus, ich schaue mir das genau an. Achso, pardon. Der wichtige Zusatz, die Frage war, ob wir eine Unternehmung in Richtung agiles Arbeiten begleitet haben. Und dann kam der wichtige Zusatz, die einen Betriebsrat haben. Also ohne Betriebsrat mehrfach, mit Betriebsrat ja, hängt aber sehr stark von der Person des Betriebsrats ab. Und aus meiner Sicht, die wichtigste Erkenntnis ist, je früher ich die Personen einbinde, je früher ich mit denen diese Themen bearbeite, als salopp formuliert, den kann ich vor den Karren spannen. Also die muss ich aber ganz intensiv mit einbinden, dann kann es funktionieren. Wenn Sie da so einen ewig gestrigen Betriebsrat drin haben, dann wird es schwierig. Ich kenne aber auch Firmen, die haben dann den Betriebsrat, die haben quasi noch gewartet bis zur nächsten Betriebsratswahl und dann gab es quasi eine demokratische Meuterei und dann hat es funktioniert. Ja. Es war hier vorne noch eine Frage. Ja. Genau, also die Frage war, ist jede Organisation immer auf einem Level oder macht es nicht Sinn, verschiedene Levels zu haben, beziehungsweise wie kann ich dann eine übergreifende Kultur haben? Es ist, ich nenne es immer manchmal Hybridkulturen. Das heißt, ich habe vielleicht eine Qualitätssicherung, die vielleicht Gott sei Dank blau ist, ich habe aber vielleicht eine orangene Vertriebs- und Marketingorganisation oder das Controlling ist hier, Accounting ist hier. Das heißt, ich habe vielleicht verschiedene Levels und jede Organisation ist eine Mischung aus verschiedenen Levels. Ja? Ich habe aber vielleicht eine Überschrift, die drüber hängt. Wichtig ist für mich aber immer wieder, um diese Widerstände, diese Konfliktpotenziale auszumerzen, wenn ein Bewusstsein da ist. Also habe ich vielleicht eine orangene Vertriebsmannschaft, aber ich habe einen blauen Innendienst.
wie schaffen die es, dass sie sich nicht jeden Tag zerfleischen, sondern wo sie sagen, Mensch, manchmal geht mir die Kollegin tierisch auf den Geist, aber eigentlich cool, dass die da ist und umgedreht. Ja, also wie können die sich wechselseitig und was brauchen die auch? Ja? Vielleicht haben wir hier eine Person, die die Reisekosten freigeben muss. Aber halt, wenn die Unterschrift drunter ist. Wie kriegt der schneller seine Kohle, wenn er das Ding halt endlich mal unterschreibt und das richtige Formular nimmt? Also ich muss halt einfach die Themen miteinander verknüpfen und vor allem Bewusstsein schaffen. Für mich ein wichtiger Punkt, immer Bewusstsein schaffen. Wie viele Stufen verkraftet eine Organisation? Das hängt ganz ehrlich vom Markt ab. Natürlich, je bunter eine Organisation ist, desto mehr Spannung ist da drin, desto mehr Dampf ist da drin, desto mehr knallt es auch da drin. Ja? Aber es kann auch sein, dass sie genau deswegen sehr erfolgreich sind. Wenn sie eine sehr eindimensionale Kultur haben, dann sind die oft sehr schnell, sehr dynamisch, aber halt blind auf allen vielen anderen Augen. Ja. Also meistens ist es eine Mischung. Ja. Mhm. Mhm. Also Bewusstsein schaffen hat ganz viel mit Kommunikation zu tun, mit Dinge auf den Punkt bringen, auch zu provozieren. Also Bewusstsein schaffen für die Werte machen wir mit den Analysen, wo wir dann schlichtweg Diagramme haben, wie ist denn unsere Kultur. Aber es kann auch sein, dass wir gerade mal Informationstransparenz haben müssen. Wenn es einer Firma wirklich schlecht geht, dann ist, also es gibt diesen Begriff der Dissonanz im Wandel. Und ich bin ein großer Freund, dass viele Firmen manchmal die Dissonanz massiv erhöhen müssten, damit sich was bewegt. Und wenn ich dann weiß, ja, wir sind ja systemrelevant und die Politik rettet uns dann schon, dann werde ich mich nicht bewegen. Wenn ich aber vielleicht schon den Insolvenzverwalter im Haus habe, selbst dann schnallen es noch manche nicht. Also das Thema Informationstransparenz oder Change-Kommunikation ist da ganz wichtig. Und ich kenne viele Firmen, die gehen plötzlich an die Öffentlichkeit mit schlechten Zahlen. Aber nicht, weil sie jetzt eine schlechte Marketingkampagne machen wollen, sondern weil sie sagen, hey, wenn es in der Zeitung steht, glauben es auch die Mitarbeiter. Also auf meiner Betriebsversammlung habe ich vielleicht als CEO gesagt, dass uns ganz schlecht geht. Das glaubt uns aber keiner, aber wenn es in der Zeitung steht und ich vielleicht von einem Freund angesprochen werde, eure Firma geht es nicht gut, habe ich gelesen. Ja? Dann bewegt sich vielleicht was. Also manchmal das Problem Brust pumpen. Ja. Genau. Okay. Ich glaube, dann sind wir auf der Zielgeraden angekommen. Ich freue mich auf den Dialog. Bitte jederzeit, wir sind entweder gleich am Stand oder hier auch gern. Sie können sich also so einen Buchgutschein sich abholen oder wenn Sie die Präsentation haben möchten, einfach Visitenkärtchen geben. Ich freue mich auf den Dialog, sage herzlich Dankeschön und achten Sie bitte auf die Werte.